Hallo euch allen, da sind wir dabei Madden NFL 19. Wir sind zurück in der Color Smash Serie. Wir haben das 15. Spiel der Blendzone-Reihe zu spielen gegen die Minnesota Vikings. Wir liegen mit 2 Punkten hinten, sind im 4. Quarter, haben den Ball an der eigenen 15-Yard-Linie mit einem 3. und 10 in der Mahlzeit. 5 Minuten sind noch zu spielen hier im Schlussviertel. Das ist aber mal eine heikle Nummer. Wir müssen erstmal sehen, dass wir hier ganz schnell... Entschuldigung, oh, die Vikings haben den Ball. Ach, und schon sieht die ganze Sache deutlich entspannter aus. Die Vikings haben einen 3. und 10. Also da können wir ruhig in Rückstand momentan sein. Aber das ist ein 3. Versuch. Kurt Cousins wirft incomplete. Das heißt, 4. und 10. Die Vikings dürfen sich vom Ballbesitz sofort wieder verabschieden per Punt. Und unsere Offense kommt wieder aufs Feld. An der 35-Yard-Linie nimmt Sanders den Ball auf, retourniert über die linke Seite, hat da eine Lücke, ist immer noch unterwegs und kommt bis an die 37-Yard-Linie. Damit sind wir schon fast in Field Goal Range. Wir liegen ja nur mit 2 Pünktchen zurück. Das heißt, Field Goal 3 Punkte würde uns die Führung bringen. Wir wollen aber natürlich ein bisschen mehr. Vor allen Dingen auch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, damit die Vikings nachher nicht zu viel haben. So, wir schauen auf Keyshawn Johnson und Amari Cooper. Elliott ist meine Sicherungsoption, die wir auch ziehen werden. Da haben die Vikings sich in der Defense schwer zurückfallen lassen und Elliott hat ein neues First Down an der 25-Yard-Linie. Schneller, kurzer Pass von Prescott und Elliott macht daraus ein neues First Down. So, wir attackieren die Mitte mit dem Dick and Go. Kopf wird links außen direkt an der Line of Scrimmage gedeckt. Da achten wir mal besonders drauf, wie sich der Safety verhält. Ja, der Safety zieht mit nach innen, aber dadurch ist natürlich die Mitte frei. Und das ist Elliott, der immer noch auf den Beinen ist. Irgendwie in die Endzone kommt zum Touchdown für die Cowboys. Nicht zu Boden zu bringen, Ezekiel Elliott. Der Rushing Champion des vergangenen Jahres hat in den meisten Rushing Yards gemacht. Und das, obwohl er im letzten Spiel schon komplett geschont wurde. Zweiter war Shaquan Barkley von den Giants. Also alles innerhalb der Division geblieben. 28-23 führen die Cowboys. 5 Punkte Führung. 3 Minuten 58 haben wir noch zu spielen. So, der Kick ist unterwegs. Bis in die Endzone der Vikings. Da werden wir wohl keinen Return sehen. So ist es. Kneel down. Erster Versuch und 10 für Kurt Cousins an der 25-Yard-Linie. Jetzt hat er mal 3 Versuche zur Verfügung. Eben war es ja nur der eine dritte. Schauen wir mal, was er mit einer kompletten Angriffssequenz anstellen kann. Erster und 10. Schwer unter Druck, die Pocket kollabiert. Cousins wirft den Ball weg. Hat er insofern gut gemacht, dass er keinen Sack kassiert hat. Zweiter Versuch und 10. War ja lange Jahre Quarterback in Washington, mit Franchise-Tags versehen. Ja, und jetzt ist er zu Minnesota gewechselt als das fehlende Teil zum Super Bowl-Erfolg. Und sie haben es noch nicht mal in die Playoffs geschafft. Lag aber nicht nur an Cousins allein. Viel Verletzungspech, vor allen Dingen auf der Defense-Seite. Und das hat die Saison der Vikings ziemlich versaut. Hatten noch die Chance, in die Playoffs zu kommen. Am letzten Spieltag hätten zu Hause gegen die Bears, die schon qualifiziert waren, gewinnen müssen. Haben verloren, das war's dann mit den Playoffs und die Saison war beendet. Da hat sich Cousins schön Zeit gekauft. Das ist ein neues First Down an der 44-Yard-Linie für Minnesota. Die Zeit läuft hier natürlich die ganze Zeit ununterbrochen weiter. Wir gehen in eine Cover 3 Sky Defense hinein. Erster Versuch und 10 an der 44-Yard-Linie. Cousins wirft vollständig in die Mitte des Feldes, wo wirklich überhaupt niemand war. Interessante Entscheidung. Zweiter Versuch um 10. Ich bekomme nicht eine Blitzaufstellung im Man-to-Man-Scheme angezeigt. Deswegen gehen wir in eine Cover 9, also komplette Zone Coverage. Das ist ein kurzer Pass, kurzer vollständiger Pass, der bis an die 43-Yard-Linie kommt.
Jetzt haben die Vikings einen dritten und lang. Dritter Versuch und 9. Wir nähern uns dem 2-Minute-Warning. Cushions unter Druck wird erwischt. Da läuft die Marcus Lawrence einmal hinter mir. Es war kein Sack, es war ein Run von Cushions. Vierter Versuch und 8. Wir sind beim 2-Minute-Warning. Die letzten 2 Minuten brechen an und auch ein wichtiger vierter Versuch für die Vikings. Sie brauchen jetzt ein First Down. Eine Auszeit haben die Vikings noch zur Verfügung. Meine Cowboys auch. Und der ist intercepted. Deion Sanders schnappt sich das Ding. Mittlerweile verteidigen wir die Seiten besser. Da haben wir ja schon einige böse Touchdowns kassiert. Aber mittlerweile machen das Sanders auf der anderen Seite Walls sehr, sehr gut. So, an der eigenen 17-Yard-Linie kommt meine Offense aufs Feld. Ich weiß, ich hätte den Ball abklatschen können. Dann hätten wir hier eine bessere Feldposition gehabt. Aber Interceptions sind so schön. Der Lauf über Eddie George über die linke Seite. Der wuselt sich irgendwie bis zur 20 vor. Mike Zimmer nimmt die letzte Auszeit seines Teams. So, wir haben einen zweiten Versuch und 7 an der 20-Yard-Linie. Laufspiel über Ezekiel Elliott über die linke Seite soll es gehen. Der hat eine Lücke immer noch auf den Beinen. Jetzt wird er in den Boden gerammt. Dritter Versuch und 5. Gehen wir in den Frequent-Bereich hinein. Freunde, wir sind an der eigenen 22, bekommen keinen Passspielzug. Das ist aber jetzt aber sehr optimistisch. Blitz von der rechten Seite. Wir laufen über die linke Seite, bekommen aber schöne Blocks, werden aber erwischt. Elliott kann sich lösen, immer noch unterwegs. Oh, hat das gereicht für einen First Down? Das ist eine ganz knappe... Oh, es hat gereicht. Erster und 10 an der 27-Yard-Linie. Die Uhr ist stehen geblieben, weil Elliott hier ausgeblendet worden ist. Aber irgendwie hat er es geschafft, den Ball noch über die First Down Markierung zu halten. Da kommt wieder ein Blitz von der rechten Seite. Wir laufen mit Eddie George über die linke Seite und kommen bis an die 29. Zweiter Versuch und 7. Uhr läuft weiter. Das ist natürlich jetzt hier sehr konservativer Football, den wir sehen. Elliott läuft über die Mitte. Kann nicht getackelt werden, kann sich aus dem zweiten Tackle-Versuch lösen. Jetzt ein Spin-Move und dann ist die Lücke da. Soviel zum Thema konservativ. Wenn du einen Ezekiel erlebt hast, bricht der irgendwann noch einmal durch. Zum Touchdown. Harrison Smith kann nur noch zugucken. Der PET ist unterwegs, der ist gut. Und wir führen mit 35 zu 23 gegen die Vikings. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone der Vikings. Wir sehen keinen Return. Kneel down. 12 Punkte Rückstand. Bedeutet, die Vikings müssen zweimal scoren, haben dafür nur noch 51 Sekunden Zeit und keine Auszeit zur Verfügung. Das ist schon ein mittelgroßes Footballwunder, wenn hier noch was passieren sollte. Das Gegenteil ist der Fall. Incomplete Pass. In dem Moment, wo er werfen will, wird er von Leighton Van Der Esch angegangen. Der Wurf war aber schon in der Vorwärtsbewegung. Daher ist es kein Fumble. Aber trotz alledem Riesenspiel vom Rookie-Linebacker der Cowboys. 2:10. 48 Sekunden noch auf der Uhr. Vollständiger Pass von Cushions auf die Außen. Tackle von Deion Sanders, das ist sein dritter Versuch und 9. Der sah schon wieder sehr wild aus. Adam Thielen kann den Ball nicht fangen, Sanders kann ihn aber auch nicht fangen. Wir wissen auch nicht, was Sanders dafür einen Verteidigungsmove hingelegt hat. Aber das weiß man bei Deion Sanders eigentlich generell relativ selten. 4:09. Cushions unter Druck, wirft aber vollständig. Ball ist jetzt an der 46-Yard-Linie. Sie wollen den Ball spiken. Halten die damit die Uhr an? Halten die damit die Uhr an. Geiles Deutsch. An der 17-Yard-Linie. Zweiter Versuch um 10.
Es ist Hail Mary Time hier in Minnesota. Ball ist in der Luft und der ist intercepted. Everson Walls. Oh, das war Ahuse, glaube ich. Das war noch gar nicht, weil die haben beide die gleiche Rückennummer. Das ist so dermaßen irritierend. Also das ist etwas, was ich mir beim Men echt wünschen würde, dass das bereinigt wird. Dass hier keine doppelten Nummern verteilt werden. Das ist echt sehr irreführend. Eddie George läuft über die linke Seite. Kommt nochmal bis zu 36 Sekunden. Tickern runter und das war's. Wir schlagen die Minnesota Vikings. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.